Die Liste aufmachen. Undercover, genau. Das müsste jetzt die Mission sein, bei der wir als nächstes sind. Neuland hat sehr, sehr viel Zeit gekostet, weil ich eben auf dieser Suche, auf dieser räudigen Suche nach dem Menü war. Aber immerhin sind wir jetzt voll drinne und können den Rest der Story schön genießen. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operationen vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert, den 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Koalessenzanlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstürmen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA... Ich find's ein bisschen traurig, dass er immer noch kein Subtitle verfügbar ist. Die CDP und deren Verbündeten, meist Waffen und Technik schmuggeln. Kein Wunder, dass sie besorgt sind. Vielleicht müsste ich aber doch nochmal reingucken. So, Undercover, genau. Coolio. Oh Mann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen. Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht. Ja, habe ich jetzt irgendeine Random-Waffe? Das heißt, mein Ausrüstungsset hat sich nicht gelohnt, oder? Dann auf ans Werk! In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtig gehend froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Nicht, dass du noch weggeweht wirst. Kane. Ganz kurz gucken, ob ich euch einen Untertitel anschalten kann. Audio. Naja, eigentlich hätte es bei Audio sein müssen. Wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Hendrix. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks Transport fertig. Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an? Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden. Wir warten auf Informationen über einen Drohnenangriff. Aber ihr müsst rein und sie abfangen. Wir müssen sicher gehen. Verstanden. Sind auf dem Weg. Aktivität voraus. Bleib unten. Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Wow, wow, Hendrix. Nicht die Mission. Hier können wir nichts tun. Mistkerl doch! Wir müssen in Deckung gehen! Los! Granaten nutzen da nichts! Achtung! Alles klar! Ein Kampfwagen kommt! Feind im Gebäude! Zweiter Stock! Ausschalten! Schnell! Nimm den Schwarmwerfer! Thank you.
Okay, weiter geht's. Würde ich mal sagen. Bin ich hier ein Stockwerk höher? Nee. Das ist Hendrix. Alles sicher. Das war ein verdammt harter Bursche. Der Wind nimmt zu. Setze den Bolzentreiber ein. Der Supersturm wird immer verheerender. Je höher wir kommen, verziehe gleich den Bolzentreiber und halte dich gut fest. Festhalten! Habe ich das so richtig gemacht? Ja, zumindest bin ich noch nicht weggeflogen. Benutzt den Bolzentreiber! Bolzentreiber, jetzt! Ich glaube, die Drohnen, über die müsste man sich. Der Supersturm ist zu stark. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich komme hier nicht mehr weg. Scheiße, Mann. Ich glaube, bei den Drohnen müsste man sich echt keine Sorgen machen. Setze den Bolzentreiber ein. Halte sie jetzt. Wird immer verheerender. Je höher wir kommen, verziehe gleich den Bolzentreiber und halte dich gut fest. Grünes Licht für den Drohnenangriff. Heidenei, ey. Negativ. Der Supersturm ist zu stark. Der Sturm wird nur noch stärker. Scheiß drauf. Kane, wir gehen rein. Hendrix, Position halten. Hendrix aber auch jetzt so ein Revolver hält. Die Wellen sind ein Problem. Halt den Bolzentreiber bereit. Wenn er dann unbedingt loslegen will. Die Wellen kommen. Benutzt den Bolzentreiber. Hier, das mit diesem Unwetter, da wollten sie wahrscheinlich einfach nur zeigen, dass sie halt auch dynamisches Wetter können. Das ist ja super dynamisch, wenn es scripted ist. Wenn du noch ergeben hast, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Verstanden, Hendrix. Erstmal aus dem Wasser raus. Da.
Mit dem Bolzen ging mir ein bisschen gerade auf den Käse. Der Sturm wird schlimmer. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Genau so. Okay, über die linke Seite kann ich nicht gehen. Das war jetzt meine große Hoffnung. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Hendrix ist ganz schön auf Krawall gebürstet. Alles okay. Kane, wir haben die Fracht erreicht. Was jetzt? Du musst dich verbinden. Ich benutze dein DNI zum Extrahieren und Löschen der Daten. So was geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank. Alles wird erfasst und verfolgt. Okay, dann ist das das Terminal gewesen, wo der sich auch schon dran stand. Dateien gesichert und zensiert. Der Sturm wird schlimmer. Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden. Danke, Kane. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Bereit? Ja. Jetzt liegt aber jetzt das Schiff aber ordentlich. Das Schiff wird das Dock bersten lassen wie Balsaholz. Spring auf das Boot. Los jetzt! Ich weiß ja nicht, ob das so funktioniert. Weil da vorne ist ein U-Bahn-Tunnel. Der führt euch direkt in die 54i-Kommunikationszentrale. Also ich weiß ja nicht, auf welchem Wind dieses Schiff reitet. Hier steigen wir aus. Ha, okay. Kann man machen. Kane, wir nähern uns der Kommandozentrale. Melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben. Macht besser schnell. Wir erhalten schon Berichte, dass die CDP präzise Informationen zu den Schwächen unserer verbündeten Truppen hat. Achso, hier geht's rein. Wir müssen dem einen Riegel vorschieben. Verstanden. Wo sind die KI-Fische? Die sind doch so smart. Ich glaube, kam Ghosts davor, kam Ghosts danach? Ich weiß es nicht mehr. Also inzwischen muss ich mich eh stellen und kann mich an nicht mehr allzu viel von dem Teil tatsächlich erinnern. Leise, ich sehe euch. Markiere die Ziele. Schicke denen die Glühwürmchen. Abschuss bestätigt. Schön. Geh ins Erdgeschoss. Eine sehr effiziente Waffe, muss ich sagen.
Schilde. Nimm Splittergranaten! Die laufen aus meinen Kugeln einfach raus, ne? Die haben gar keinen Bock, getroffen zu werden. Wenn die von vorne nicht wollen. Dann warte ich einfach, bis die KI die getötet hat. Klasse. Sehr schön. Kane, wir beenden unsere Patrouille. Oder auch nicht. In Deckung! Zurück! Hendrix, alles okay? Ja, ich hab ihn! Was zum Teufel? Wer schießt da? Die Lady in Red. Schön. Alles okay da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54 IFU-Soldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Mir nach. Nach dir. Ja, ich bin damit zufrieden, lieber einen Helm aufzuhaben als... Abgeriegelt. ...dieses Gesicht. Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Ahu. So, ich brauche Munition. Mobile Ausrüstung wählen. Nö. Nö. Will ich nicht. Also, Kane. Was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausräumen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane, nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Die Waffe, die ist wirklich ultra. Erinnert mich so ein bisschen an die eine Knifte aus Titanfall. Um ehrlich zu sein. Huch. War da ein rotes Fass? Wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane! Nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. So. Nicht, dass hier jetzt gleich mal wieder ein Unglück passiert. Alter, es geht hier alles hoch. Und das Angenehme ist halt wirklich mit der...
Mit dieser zielsuchenden Waffe. Dass man sich halt überhaupt gar nicht so gescheit um diese Bots scheren muss. Das Relais ausschalten. Die Penner dürfen nicht mehr miteinander reden. Handauflegung erfolgt. Die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer HUD. Auf dem Weg. Sind wir fertig? Sind fertig. Also zwischendurch ist das Spiel super schön. Jeden Moment alles einstürzen. Und dann auf der anderen Seite gucke ich mir zum Beispiel die Wellen an. Das Gebäude bricht zusammen. Und dann denke ich mir wieder, boah, ist das Ding hässlich. Also das ist hässlich, ne? Es ist halt ein Jahr gekommen. Doch nicht scheiß Sturm stehen, oder? Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, für sein Alter sieht das Spiel echt noch sehr großartig aus. Ist schön gealtert. Kann man mitarbeiten, kann man nochmal sich. Kann man sich nochmal geben. Ist absolut gar kein Problem. Black Ops 3 auf jeden Fall nochmal im Jahr 2024 zu spielen. Ja? Wir wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir tun? Greifen Sie an, bevor der Sturm kommt. Ist der Sturm schon längst da? Wenn er aufs rechte Dach geht, dann gehe ich aufs linke. Ich will nicht, dass der mir meine Kills klaut. Perfekt. Was schieße ich denn einfach so mit dem Ding? Ein Anti-Abwehrsystem drin oder was? Schön. Kane, wir sehen die Geheimstation. Mach die Tür auf, Hendrix. Achso, okay. Kane ist auch dabei. Finden wir heraus, womit wir es hier zu tun haben. Oh man, ich komme da nicht vorbei, Mann. Ich brauche die NPCs. Könnt ihr mir bitte helfen? Was ist denn hier passiert? Da hatte es jemand eilig. Kane? Vielleicht 54 IKR-Explosionen. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt. Sondern von innen. Boah, wie er einfach diesen Stahlträger weggekickt hat. Er ist so mächtig. Da vorne ist was. Bereit machen.
Aua! Hörst du das? Achso. Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los! Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal muss man nur klopfen. Oh nein, er hat die Maske wieder ab. Mein Gott. Schalt den Scheiß ab. Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade. Verwehrung der Wiedergeburt. Von einem Jay Zong. Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein. Gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Tja. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt... Dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführergespanns Go Min und Go Julan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow Abkommen. Das war John Taylors Team. Was? Du glaubst, sie sind verantwortlich für diese Morde? Keine beschissene Chance. Ich weiß gar nicht, gerade habe ich die Kampagne damals gespielt? Oder bin ich nur im Multiplayer unterwegs gewesen? Also, not gonna lie. Ich habe, also am Anfang, der Anfang kommt mir sehr bekannt vor, wo er die Beine verloren hat und alles. Aber dann? Ich denke mir gerade wirklich die ganze Zeit so, habe ich es damals gespielt oder what? Oh, wie?